eifersüchtig, ja? Totaler Schwachsinn. Hättest du wohl gerne, hä? Dann erklär mir mal, warum du hier so einen Aufstand machst. Mann, wenn der Typ nicht aufpasst, wo er hintanzt, dann weiß... Leck hat mit mir getanzt, das war das Problem. Sag mal, hast du sie noch alle oder was? Hey, was ist denn mit euch los? Habt ihr beide jetzt auch noch Zeit? Nein. Ich hab nur die Schnauze voll. Na dann, tschüss. Christian, warte! Was für ein Idiot. Das macht er ja noch Probe und dann fängt er noch Stress an. Wie sieht's aus? Dann auch noch zu mir? Sorry, aber das wird nichts mit uns zwei heute Abend. Ich muss los. Jetzt komm mal wieder runter, Christian. Von so einem Vollidioten lässt man sich doch nicht die ganze Stimmung versauen. Trinken wir wenigstens noch einen zusammen. Ja, Hölle. Das war ja ein kurzer Abend. Ja, Christian ist mit so einem Typen aneinander geraten. Die zwei hatten sich fast geprügelt. Was machst du denn für Sachen? So richtig kapiert habe ich das auch noch nicht. Mann, ich habe einfach durch Zufall mitbekommen, dass er irgend so einen Typ über Olli hergezogen hat und hat sich dann trotzdem an ihn rangemacht. Soll ich vielleicht einfach zugucken, wie der Olli verarscht? Echt ein feiner Zug von dir. Willst du das jetzt noch ins Lächerliche ziehen, oder was? Der Typ, der hatte einen Schuss, Olli. Wir haben getanzt und ein bisschen Spaß gehabt, bis du plötzlich ausgeflippt bist. Mann, willst du es nicht kapieren? Der Typ, der wollte dich nur verarschen. Und ich bin nicht alt genug, um das selbst zu kapieren. Offensichtlich nicht. Ja, dann nehme ich dich am besten das nächste Mal als Bodyguard mit, wenn ich was mit dem Typen mache. Ist das dann besser für dich? Mach doch, was du willst. Ja, wann ich will und mit wem ich will. Du, tut mir leid, es ist irgendwie heute nicht mein Tag. Ich hab Kopfschmerzen. Ich geh mal hoch. Los, Renner, den Speck, das ist deine Chance. Hat doch eh keinen Sinn, so wie der gerade drauf ist. Das sieht ein Blinder, dass der auf dich steht. Solange er das selbst nicht einsehen will. Mist. Christian. Ich weiß, dass du wach bist. Ist nicht zu überhören. Hast du jetzt Angst vor mir? Lass mich in Ruhe. Lass mich rein. Oh Mann, das ist sowas von albern, was du hier abziehst. Christian, ich habe mich volle Kanne nicht verliebt und... Gestern Abend. Mann, dir geht's doch genauso, meinst du, das habe ich nicht gemerkt. Wie lange willst du dir denn noch was vormachen? Ach Mann, hau ab! Vergiss es. Da kannst du lange warten. Mach dir bloß keine Hoffnung, ich warte. Irgendwann musst du ja mal rauskommen. Mann, lass uns endlich reden. So wie in letzter Zeit kann es doch nicht weitergehen. Christian. Versucht dagegen anzukommen, aber ich habe mich in dich verliebt. Thank you.
uns nicht lieber eine Pizza bestellen und wieder ins Bett gehen? Ich hab Hunger. Wenn ich nicht gleich was zwischen die Zähne kriege, dann kriege ich einen Schwächeanfall. Tja, Verlus, hab ich dich am liebsten. Was ist denn das hier? Die Super-Party am helllichten Tag, oder was? Wir sind gerade erst aufgestanden. Ja, ich hab mich auch noch mal kurz hingelegt. Aber mit Duschen bin ich jetzt zuerst dran. Irgendwie komisch. Wenn ich es nicht besser wissen würde, würde ich denken, ihr beide habt gerade eine Nummer geschoben. Nichts für ungut. Ich brauch dich unten im No Limits. Könntest du deine Schicht jetzt schon anfangen? Ja, ich komm sofort. Beeil dich und zieh dir was an, ja? Ja. Und ich dachte schon, etwas gemerkt.